Wie kannst du deine Spiritualität besonders krass leben? Lass mich mal den Fokus hier ändern. Nee, andere Richtung. Okay. Wie kannst du deine Spiritualität besonders gut leben? Mit sogenannten Sadhanas. Sadhanas, Sadhana, ist ein tägliches Ritual, in dem du deine spirituelle Übungen machst. Und du kannst anfangen mit Yoga, mit einfachem Yoga. Dann kannst du das aufbauen auf Kundalini-Yoga. Dann kannst du Mudras und Mantras mit einbauen. Das solltest du jeden Tag machen. Und danach, nachdem du deine Yoga-Routine gemacht hast, hinsetzen in die Stille. Und in der Stille nimmst du dann einfach nur den Moment wahr. Du denkst über nichts nach, deine Gedanken sind leer. Wenn Gedanken kommen, gibst du ihnen einfach keine Aufmerksamkeit. Und nimmst einfach nur den Moment und das Gefühl des Moments jetzt wahr. Wenn du das jeden Tag machst, wirst du dein Leben komplett transformieren. Es kann sein, dass du in eine total neue Richtung gehen wirst, was total Neues ausprobieren. Dinge in einem anderen Licht sehen, weil du wirst so viele Downloads bekommen, die ungewohnt für dich sind, wo du Dinge erkennen wirst, wo du sagen wirst, so wow, krass und so, und wieso habe ich das vorher gemacht und so. Da musst du nicht mal Drogen nehmen, also so Drogen meine ich, so wie Halluzinogene, sie Ayahuasca, musst du gar nicht nehmen. Es gibt natürlich Menschen, die so radikal sind, dass sie Ayahuasca nehmen wollen. Aber das ist eine Übersprungshandlung, weil die Sadhanas dir wesentlich mehr Selbstermächtigung geben. Und ich glaube, das wichtigste Wort der jetzigen Zeit und der nächsten Jahre ist Selbstermächtigung. Ich spezifisch rede von Libido-Selbstermächtigung, das heißt, dem Nachgehen der Freude und Sexualität ist eigentlich so, wie Osho es gesagt hätte. Und der hat es nur nicht Libido Selbstermächtigung genannt. Und das Sadhana. Wenn du die zwei Sachen kombinierst, kann dir im Leben nichts fehlen. Was soll dir dann fehlen? Vor allem ist wichtig, dieses geometrische Neujustieren deines psychoenergetischen Körpers durch die täglichen Übungen, durch das Sadhana. Ganz normales Hatha-Yoga, dann Kundalini-Yoga. Ich persönlich mag kein schnelles Yoga, ich tendiere mehr zu Yin-Yoga. Ich mag auch dieses, mehr dieses, auch bei Kundalini-Yoga mehr dieses langsam Durchatmen. Es hat genau den gleichen Effekt. Und man muss es halt nur täglich machen. Ja. Und das motiviert mich selber auch schon, das gleich dann auch zu machen. Ja, also umso spiritueller du werden willst, umso konkreter musst du Übungen machen. Also du kannst nicht einfach nur denken so, ach, das wird jetzt schon mehr. Das wird von selber nicht mehr. Wir reden natürlich hier ein bisschen von zwei unterschiedlichen Dingen. Das eine ist das spirituelle Erwachen. Das spirituelle Erwachen ist die Erkenntnis, du bist nicht deine Gedanken. Und das andere ist, sage ich dir, das Alignment des Spiritual or Psychoenergetic Body. Also das in Ordnung bringen deines psychoenergetischen Körpers, sozusagen, dieses Energiefeld. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, aber beide zusammen kombiniert ergeben dir einfach das optimale Lebensgefühl, wenn wir es so sagen wollen.